get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Es gibt wieder ein Foodhaul. Wir waren das erste Mal dieses Jahr 2022 einkaufen. Und ja, der letzte Foodhaul, der war sehr, sehr groß. Geben wir zu. Wir haben noch nicht alles abgegessen. Deswegen haben wir jetzt auch gar nicht so viel gekauft. 35 Euro Paar. Ich habe den Einkaufszettel hier in der Tüte drin. Und ja, also ein bisschen haben wir noch da. Aber ein, zwei Sachen haben wir auf jeden Fall gebraucht. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir waren gerade für den Schwiegervater einkaufen, holen wir ein paar Sachen für uns mit. Und als erstes, was wirklich alle war, war einmal Water. Hallo. Ich wollte sagen, hast du gesagt, wann wir das letzte Mal eingekauft haben? 28. richtig? 12. kann das sein? Oder ja, genau. 27. 28. Und heute ist der 10. Januar schon. Oha, haben wir lange durchgehalten. Genau, ja, wir wissen, also wir haben noch ganz wenig Gemüse im Kühlschrank. Das muss jetzt natürlich als erstes verbraucht werden, weil, ja, so Gemüse, also kommt immer drauf an, aber 2 Wochen geht schon, aber dann wird es irgendwann nicht. Das ist mein Gemüse. Wir haben frische Hähnchenschnitzel, Minutensteaks, Paprika und das war 60% reduziert und das hat sich der Osok mitgenommen. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. So, mehr Platz hier für mich. Ich habe mir einmal Angeberkresse mitgenommen, weil ich es sehr gerne mag, so über den Teller gestreut. Finde ich sehr gut. Kresse, also Sprossen kann man, sollte man auch in seiner Ernährung integrieren. Spaghetti zweimal für den Herrn Osok. Huch! Upsi. Oh nein, ist die Pflanze kaputt? Nein. Weißt du, warum ich mir die geholt habe? Weil ich jetzt gerne häufiger Pesto essen wollte. Wir haben das hier zweimal geholt. Hier ist die Paprika-Marinade. Also ist Fleisch. Ich habe ja gesagt, ich mache einen vegetarischen Monat diesen Monat im Januar, weil ich letzten Monat so viel Fleisch gegessen habe, um das ein bisschen auszugleichen. Und es passte natürlich rein, weil ganz viele machen ja so einen veganen Monat im Januar. Das ist mir aber zu krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fleischlos kriegt man noch hin so, aber vegan ohne Milchprodukte, ohne Joghurt aber und Quark. Aber Milch trinke ich ja sowieso schon gar nicht mehr. Nee, aber Quark, Joghurt. Gibt es aber schon Alternativen, aber die schmecken mir nicht ganz so gut. Eisbergsalat. Einmal Eisbergsalat, aber Osok darf natürlich trotzdem Fleisch essen. Ne? Ja. Und deswegen holt er sich natürlich auch Fleisch. Wir haben 1 Kilo Zucchini geholt. Weil ich heute wieder Linsentart machen. Wir haben letztes Mal im großen Einkauf Linsen geholt und jetzt habe ich die Zucchini dazu und jetzt kann ich das zubereiten. Und hier war auch noch 60% reduziert ein Bauernrollbraten. Und ich denke, damit hat er auch noch genug Fleisch für die Woche auf jeden Fall. Eine Sache wird er sich, denke ich, mal gleich zubereiten. Das andere kommt einfach in den Tiefkühler, weil Fleisch kann man super gut einfrieren. Muss man sich gar keine Sorgen machen. So, dann haben wir eine DDR-Leberkäse. Wurst oder was ist das? Ja, Aufschnittwurst. Aufschnittwurst. Leberkäse schmecken, was gut ist. DDR. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Das ist die Nationalhymne. Okay. Ja, finde ich ein bisschen merkwürdig, das Produkt. Also, aber wenn es dir schmeckt, ist alles wunderbar. Wir haben 2 mal Gurken geholt. Und neue Tomaten. Also auf jeden Fall, das war alle. Muss ich gleich zu. Und dann brauchte Osok noch Käsenachschub. Und diesmal hat er sich für so Stücke Käse entschieden. Master war 400 Gramm. Ja. Zum selber reiben. Ja. Und er brauchte neue Milch. Und dann war er auch an der Wursttheke Bruschetta-Schinken und eine Bockwurst war das, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Es ist eine dicke Bockwurst. Ja, Bockwurst riecht schon gut, ne? Schmeckt mir auch gleich gut. Komm, ja. Guckt euch den und einmal Bruschetta Kochschinken. Und der ist mit so einer Marinade drumherum. Zwiebeltomate. Bruschetta halt, ne? Weiß. Sehr, sehr gut. Mag ich sehr gerne Kochschinken. Einmal Pommes, knusprige Kringels. Ja, nichts zu sagen. Und dann war noch was im Angebot für 29 Cent statt 49 Cent. Und zwar die Tomaten. Und mal gucken, ob ich das in den Hand gestapelt kriege. Ich denke nicht.
Und Jock mag ja nicht die passierten. Oh Gott. So. Aber ich gebe dir das mal. Sechsmal habe ich geholt, weil das war knapp 50% reduziert und das ist halt noch 8-9 Monate haltbar. Und auch wenn Ozok das nicht gerne ist. Es bis zum nächsten Jahr haltbar ist, denn bis 23. Ach, 23. Also ja. Ein Jahr und 8 Monate. Ja. Ja, ich habe dir gesagt, hol eine Stiege, weil ich mag das. Das ist auch perfekt für eine Diät. Schmeckt sehr gut, da kann man Tomatensuppe draus machen. Genau, dann war noch der irische Cheddar im Angebot. Und da hat er sich für den Burger-Cheddar entschieden. Da hätte sich der Gilbert drüber gefreut. Ja, denke ich schon, aber ist jetzt zu spät. Gilbert, wenn du dieses Video siehst, kommentiere bitte, ich hätte ihn auch gegessen. Wir haben junge Erbsen, zweimal. Ich habe noch Erbsen und Möhrchen gemischt da, aber ich hätte halt auch gern mal einzeln welche. Und dann haben wir hier nur noch Zwiebeln. Und Salz, Süßkartoffel. Die Salzkartoffeln, wer kennt's nicht? Und erst habe ich mir die ausgesucht und dann hat Ozok gesagt, er hätte auch gerne eine und er hat gesagt, er hätte gerne die kleine gehabt. Und jetzt, also ich habe 500 Gramm, das sind zwei Mahlzeiten und Ozok hat eine für 224 Gramm. Und er möchte sich gerne die auch mixen mit normaler Kartoffel, dass er so ein gemischtes Kartoffelpüree hat. Genau. Das habe ich bei HelloFresh gesehen, in einem das habe ich gemacht in einem unserer HelloFresh-Videos. Hast du das nicht gemacht? Nee, das habe ich gemacht. Und du hast es hochgeladen. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, müsst ihr da auf den Link klicken. Ich bin so unangenehm. Ja, so ein bisschen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob Ozok unangenehm ist mit seiner Werbung. Eigentlich habe ich gedacht, da wäre der Einkaufszettel drin gewesen, aber offensichtlich habe ich ihn doch irgendwo woanders. Also es ist so 32 oder 35 Euro. Ja. Und dann, das Wasser haben wir extra bezahlt, weil wir das beim ersten Durchgang vergessen haben. Das ist so das Ding. Ja, und vom ganzen Tag heute habe ich einen Daily Vlog gedreht. Das heißt, wenn ihr mehr über mich oder über Ozok wissen wollt, könnt ihr gerne auf unseren anderen Kanälen freuen. Da würden wir uns natürlich auch folgen. Da würden wir uns natürlich auch drüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.